wunderschönen guten Tag. Wir wollen heute weiter über den Z80 sprechen und dabei über den Z80-Befehlssatz ein paar Eigenschaften herausarbeiten, aus denen man dann auch die Funktionsweise dieser CPU etwas näher versteht. Gell? Ja, die Z80-Befehle, gell, die werden in Maschinenzyklen verarbeitet. Gell? Also in Deutsch spricht man dann auch von Befehlszyklen. Und die Idee ist dabei sehr verwandt mit der Beschreibung des von Neumann-Zyklus. Gell? Also es wird Schritt für Schritt der Befehl verarbeitet. Gell? Und dabei können wir uns vorstellen, dass die Elektronik in der Control Unit den Befehl in zeitlichen Schritten hintereinander eben ausführt. Gell? Und diese zeitlichen Schritten hintereinander, die sind eigentlich in der Literatur recht gut auch dokumentiert, wie das der Z80 macht. Gell? Und wenn man das so anschaut, gell, dann findet man dort auch, auch sogar im Wikipedia-Artikel, da im englischen und italienischen Artikel, wie das da zeitlich hintereinander funktioniert. Gell. Das sind so Maschinenzyklen, gell, also der M1, der ist immer vorhanden. Gell, und im M1 gell, beginnt das Ganze, der Befehl wird gelesen, gell, der Befehl wird decode, also fetch, gell, laut von Neumann, er wird interpretiert, decode, gell, und dann hängt die Ausführung vom Befehl ab, gell, also wenn der Befehl ein sehr einfacher Befehl ist, der einfach, sagen wir, wenn er keine weiteren Operanden braucht, gell, dann kann er sehr häufig innerhalb dieses einen M1-Zyklus abgeschlossen werden, gell, das ist interessant, gell, es gibt Befehle, die sind, die lesen den Opcode, es muss also einmal ein Zugriff auf den Arbeitsspeicher gemacht werden, gell, und können ihn innerhalb dieses M1-Zykluses ausführen. Gell. Das ist dann eigentlich eine starke Sache. Gell. Also das heißt, wir beginnen die Abarbeitung des Befehls mit dem M1-Zyklus. Wo lesen wir den Befehl? Das haben wir noch nicht gesagt. Wir lesen ihn an der Adresse, die im Programmcounter steht. Gell? Also, und zwar die Adresse des Arbeitsspeichers. Gell? Also wie es der von Neumann auch 30 Jahre vorher beschrieben hat und wie es auch heute noch ist. Gell? Das Programm in Ausführung befindet sich im Arbeitsspeicher. Gell? Okay, das ist mal vielleicht im Cache oder so teilweise, weil also das ist nochmal eine andere Geschichte, gell? Und wo wird denn dieser Befehl dann abgelegt? Im Befehlsregister, gell? Das ist praktisch ganz der erste Schritt, gell? Also wir lesen den Befehl, gell? An welcher Adresse? Am Adressbus wird also der Inhalt des Programmcounters angelegt, gell? Wir lesen es, gell, über den Datenbus, gell, den Befehl. Wo landet der Befehl? Er landet im Befehlsregister, gell? Und was wird dann gemacht? Es wird ein Decode ausgeführt, gell? Und dann weiß der Prozessor, der Z80, was abläuft, gell? Und das macht dann eben hier diese Control Logic, gell? Also die Control Unit heißt die ganze Unit, gell? Haben wir gesagt. Und eben diese Kontrolle über die Ausführung, gell? Macht noch dieser Teil, die Control Logic nennen sie es hier, gell? Okay. Ja, dann, was wird denn hier noch alles gemacht? Das, was vom Befehl abhängt, gell? Aber hier wird jetzt noch etwas gemacht, was eben ganz typisch ist, gell? Und zwar, der Programmcounter wird erhöht auf den nächsten Befehl, gell? Und wie viel wird er erhöht? Das hängt vom Befehl ab, gell? Also wenn es ein einfacher Befehl ist, gell, dann, dann fehlt ein Byte, gell? Aber wenn es ein Befehl ist, der etwas komplexer ist, gell? Nicht alle Befehle sind gleich lang, gell, in Byte, gell. Einer hat dann einen Opcode von einem Byte, dann gibt es auch solche, die haben einen Opcode von 2 Byte, gell, und dann gibt es solche, die haben neben dem Opcode, gell, also der eigentliche Maschinencode des Befehls, dann noch Operanden, gell, und dann gibt es eben verschiedene Längen, gell, nicht alle sind gleich lang, gell. Und entsprechend muss der Programmcounter halt dann auch gesetzt werden.
gelernt, gell? Und ja. Und was wird noch gemacht in diesem Zyklus? In diesem Zyklus wird am Ende das dynamische RAM refreshed. Gell? Was ist das dynamische RAM? Gell? Das dynamische RAM ist ein Halbleiter-Speicher, gell? In dem wir durch eine kapazitive Eigenschaft, wie so ein kleiner Kondensator, ein paar Elektronen festhalten. Diese paar Elektronen sind vorhanden oder nicht vorhanden. Und diesen Zustand, den muss man erhalten. Und jetzt muss man sich das so vorstellen, wir haben ja hier Halbleiter, gell? Das sind also keine perfekten Leiter, das sind auch keine perfekten Isolatoren. Wenn wir hier also in einer kapazitiven Umgebung ein paar Elektronen festhalten oder nicht festhalten, um einen Zustand zu speichern von einem Bit, gell? Dann ist das so ein bisschen wie Flöhe hüten, gell? Mit diesen Elektronen. Gell? Diese Elektronen, die ist sehr schwierig hier zu behalten. Gell? Das heißt, mit diesen Halbleitern, gell, da läuft uns immer wieder mal ein Elektron davon. Oder wenn wir keine Elektronen wollen, kommt immer mal ein Elektron vorbei und sagt, naja, hier gefällt es mir, hier bleibe ich. Gell? Mhm. Und naja, wenn das von der doch recht vielen Elektronen ein paar fehlen, dann ist der Zustand immer noch viele Elektronen. Oder wenn wir eine Elektronenleere haben und es kommen ein paar Elektronen rein, dann haben wir immer noch eine relative Elektronenleere. Aber das ist das Problem. Wenn wir das über die Zeit hin einfach so belassen, gell, dann entsteht sich hier ein Gleichgewicht der Elektronen. Gell, dort, wo Elektronen sein sollen, sind immer weniger. Dort, wo keine Elektronen sind, sind immer mehr. Gell. Das ist so ein bisschen die Entropie der Natur. Gell. Also die Entropie neigt dazu, alles auszugleichen. Gell? Also das ist wie auf den Bergen die Erosion, die herunterfällt, gell? Das Wasser kommt auch herunter, gell? Und bleibt hier unten liegen. Gell? Und bei den Elektronen, die eben einen Zustand von Sein oder Nichtsein bei diesen Elektronen darstellen soll, um eben ein Bit eindeutig darzustellen, gell? Hier muss man dann von Zeit zu Zeit diesen Zustand neu aufbauen. Und das nennt man Refresh. Gell? Und ein solcher Refresh, also Neuaufbauen von, ja, von Zuständen des Speichers, gell? Das wird am Ende des M1-Zykluses gemacht und somit wird immer regelmäßig dann ja, ein Stückel Speicher wieder refreshed, gell? Okay, also da, wenn man, ja, wenn man das genau nachliest, wie er das gemacht hat, er benutzt da, ja, was benutzt er dann? Er benutzt da dieses R-Register dann und ja, da wird immer ein Teil des Speichers dann refreshed, gell? Also das ist dann eigentlich, ja, vom Speicher abhängig, doch eine recht komplexe Angelegenheit, gell, die wir hier so in zwei Worten erklären, gell, aber die Aufgabe ist eben die Ordnung im Speicher regelmäßig wieder neu herzustellen, damit wir die Zustände nicht verlieren. Gell. Also diese Elektronen, die sind schon so eine Sache, gell, also die, man, gell, die folgen nicht immer. Okay, jo. Und was noch ist, ein M1-Zyklus, der dauert 4 Takte, gell? Okay? Also nicht ein Takt, sondern 4 beim Z80, gell? Also heute bei modernen CPUs, gell, hat man also ja, eine Befehlsabarbeitung, die meistens viel schneller läuft, gell? Aber da haben wir auch andere Konzepte, also nur ein so Pipelining, dass man Fließbandarbeit macht und so weiter, gell? Mhm. Jo, wenn wir das mal anschauen, gell, dann haben wir hier schon reingeschaut. Gell, hier haben wir eben eine solche Übersicht und wir sehen, gell, also von einfachen also Befehlen, die eben schnell verarbeitet werden in einen Maschinenzyklus, bis hin zu solchen Befehlen, die viele Takte brauchen. Gell? Also wenn wir hier schauen, da dieses Inc heißt plus 1, 1 dazu 10, inkrementiere, was denn ja, die Speicherstelle an dieser Adresse, gell? Was müssen wir da machen? Da müssen wir vieles machen, weil also da muss man mal schauen,
Das hat einen Opcode, weil der eigentlich 2 Byte lang ist. Also müssen wir schon mal zweimal auf den Arbeitsspeicher zugreifen, weil haben wir 2 Maschinenzyklen. Geil. Dann müssen wir dieses DI hier, weil das müssen wir dazu addieren da. Geil. Na, das, zuerst muss man das D noch, genau, das D müssen wir ja lesen. Das ist auch Teil des Befehls, und zwar immediate Adressierung, gell? Und wenn wir das gelesen haben, ist das jetzt schon der 3. Zugriff, gell? Und wenn wir dann noch weitergehen, dann müssen wir hier addieren, gell? Das kostet uns auch einen Maschinenzyklus, sind wir schon auf 4, gell? Und dann, ja, dann müssen wir das dann eben auch wieder zurückschreiben, gell? Und das ist dann, ja, ach, ein langer Befehl, 6 Zyklen, gell? Mhm. Und jetzt möchte ich hier noch eines anschauen, gell? Und zwar, genau, das haben wir jetzt gesehen, nicht alle gleich lang, nicht alle brauchen gleich lang Intakten, gell? Und wo finden wir solche Informationen, gell? Da gibt es Befehlslisten, gell? Und die sind ganz verschieden, gell? Und ich habe hier mal einfach 2 aufgelistet, gell? Wenn man hier auf Z80 Info geht, dann findet man ganz viele. Und zwar haben wir hier, das ist diese erste da, gell? So, eine recht einfache, wo wir die Befehle alle alphabetisch aufgelistet haben, und wir haben hier eine wichtige Information, wie viele Takte es dauert, um diesen Befehl auszuführen, gell? Und die Größe in Byte. Und wir sehen etwas, dieser hier dauert 7 Takte. Davon haben wir den ersten Zyklus, der 4 Takte dauert, weil also M1 wird ausgeführt und das sind 4 Takte. Und dann macht der was denn? Wir haben eine indirekte Adressierung, und bei der indirekten Adressierung lesen wir von dem Arbeitsspeicher mit der Adresse, die in HL steht, gell, wo ist ein HL? HL haben wir hier, gell, HL sind diese Doppelregister, sind also 16 Bit, also, so, jetzt habe ich das mal herausgeholt, okay, also, wir lesen also, ein Byte aus dem Arbeitsspeicher, und zwar von der Stelle der Adresse, die in HL steht, und das kostet uns einen Maschinenzyklus, gell? Und das sind weitere 3 Takte, gell? Einmal Read, einmal Lesen vom Arbeitsspeicher, gell? Das, der Befehl selbst ist 1 Byte lang, das ist die Darstellung 8E, gell? Also das ist der Maschinencode von diesem Befehl. Was macht er? Da macht er eine Addition, wobei das Curry Flag mit berücksichtigt wird. Gell? Also der Übertrag, gell? Wie man es in der Grundschule gelernt hat. Gell? Und der Übertrag im binären Consent 0 oder 1. Gell? Ja. Und so, wenn wir da schauen, da gibt es Befehle, die sind viele Takte lang. Gell? Also kurze, wie zum Beispiel Add mit Curry zwischen dem Akkumulator und R. R steht hier jetzt für eines der möglichen 8-Bit-Register, und ein solches dauert einen Maschinenzyklus, und das sind 4 Takte. Gell? Also haben wir, was machen wir? Wir machen Fetch, wir lesen das, gell? Und was wird dann gemacht? Es wird dann die Addition gemacht, gell? Also zwischen dem Register R, gell? Und, ja, und dem Akkumulator. Gell? Mhm. Ja, und so geht es da weiter. Gell? Also hier, wenn man Add with Curry mit einer Konstanten, mit einem Wert, gell? Dieser Wert, der steht ja immediat direkt beim Befehl, muss also mit eingelesen werden, der Operand, gell? Kostet einen Maschinenzyklus. Sind 3 Takte hier mehr als M1, gell? Ja, und so geht es hier weiter, gell? Also hier haben wir mehr oder weniger lange, gell? Hier haben wir sogar solche, die nicht immer gleich lang dauern, gell? Mhm. Und genau, da geht es super lang, gell? Also 23 Takte, gell? Also das ist, ja, toll, gell? Mhm.
Ja, also, das ist eine einfache Tabelle und ich möchte euch da noch so eine Tabelle zeigen. Und zwar ist das die Tabelle, mit die wir hier haben, dieses GLR Home Table. Also, wenn wir hier hineingehen, also, schaut es so aus, das ist tabellarisch. Gell? Und diese Tabelle berücksichtigt auch ein bisschen, wie die Befehle aufgebaut sind. Gell? Und zwar haben wir immer zwei hexadezimale Stellen, die unseren Maschinencode von einem Byte darstellen. Gell? Und letztes Mal haben wir gesehen, 3a, 3a, gell, wenn wir uns hier treffen, gell, 3a, diesen Befehl haben wir schon gesehen. Das war, lese ein Byte vom Arbeitsspeicher mit der Adresse, die wir immediat im Befehl haben. Das heißt, dieser Befehl 3a ist 3 Byte lang, 1 Byte Opcode und 2 Byte die Adresse, gell, von der wir lesen wollen. Und wenn wir hier die Eigenschaften anschauen, gell, dann steht hier Opcode 3a, Size, Größe also 3, gell, also ein Opcode, 2 Operanden. Gell. Und da steht es noch laut der Welt, also das geht da weiter runter, gehen wir es da ein bisschen größer machen, gell. So, jetzt habe ich glaube ich das falsche größer gemacht, genau, nochmal, also 3a, so jetzt sehen wir, also wir haben hier, genau, wir sehen, dass diese Befehle die verschiedenen Flags, .cn und so weiter, nicht berücksichtigt. Und darunter ist die Beschreibung. Gell? Load the value pointed by the Sternle, Sternle into A. Gell? Also die Sternle, Sternle ist die Adresse. Mhm. Ja, und das ist eine andere Art der Befehle. Gell? Und hier sehen wir, dass wir, das sind ganz viele Befehle, die ein Byte lang sind, gell? Und dann gibt es noch, wie viele sind denn das? Das sind also da 16 mal 16 minus diese 4 hier. Und diese 4 hier, gell, die sind also das Präfix für weitere Befehle, gell? Und die sind hier darunter, gell? Also da Extended Instruction da, gell? Oder Bit, gell, das ist also das, die Befehle, die mit C und B beginnen, gell, oder D mit D, gell, also, oder DE mit D oder F mit D, gell, das sind also die sind 2 Byte lang, beginnen also hier mit diesem Präfix und dann geht es dann weiter, gell, und hier drunter sehen wir, welche Möglichkeiten wir haben, gell? Und diese Bit Instruction hier, die geben uns wie viele Möglichkeiten? Die geben uns 16 mal 16, das sind also 256 Befehle, gell? Und die unterscheiden sich vor allem, sie unterscheiden sich durch zwei Dinge, gell? Die unterscheiden sich durch die Adresse, gell? Also meistens das Register oder eine Speicherzelle, gell? Und das Bit, das dann bearbeitet wird, gell? Und wir sehen, haben wir für diese Bit-Verarbeitung 256 Befehle, gell? Also für eigentlich wenig Befehle in ganz vielen Kombinationen mit verschiedenen Zielen, also Register vor allem oder Speicherzellen und dazugehörig dann auch die Bits, gell? Und IX, gell? Also die ganze Arbeit, alles was mit IX etwas zu tun hat, gell? Und dasselbe IX Instruction, IX Bit Extraction, dann nochmal, ja, okay, und IY und dann ja nochmal dasselbe, gell? Und so kommt man auf diese 700 möglichen Befehle, gell? Und wenn man jetzt Befehle
definiert, gell, die hier drinnen sind, die hier in der Tabelle nicht ausgeführt sind, und dann untersucht, was die CPU macht, dann findet man einen undokumentierten Befehl. Weil alles, was hier frei ist, ist eigentlich kein gültiger Befehl, aber man kann es natürlich schreiben. Gell? Und so kommt man zu den nicht gültigen Befehlen oder den unoffiziellen Befehlen des Z80. Gell? Okay. Was haben wir hier noch? Gell? Also das da haben wir gesehen. Ja, dann hätten wir da noch eines, und zwar die Transportbefehle. Gell? Die Transportbefehle werden wir 3 sehen. LD haben wir eigentlich kurz gesehen, weil wir die Adressierungsakten gemacht haben. Und ein LD ist für Transporte zwischen Registern da oder zwischen Arbeitsspeicher und Register. Gell? Also wenn wir von Register zu Register etwas transportieren wollen oder zwischen Arbeitsspeicher und Register. Gell? Wie schaut denn das aus? Das ist immer von rechts nach links. Gell? So, oder was haben wir noch für Transportbefehle in und out? Und in und out ist für die Zugriffe auf Input-Output da, gell? Also auf die I/O-Einheit unseres Rechners. Gell? Und diese Transportbefehle, die werden ganz viel verwendet. Gell? Was machen sie nicht? Sie machen keine Veränderung in diesen Flags, gell? Also in den Flags, wo man aus dem, bei den mathematischen, logischen Operationen dann die, den Ausgang der Operation sehen kann. Gell? Das ist bei den Load-Befehlen nicht der Fall. Gell? Und ja. Und was auch wichtig ist, nicht alle Kombinationen sind möglich. Gell? Gell? Weil das ist nicht Software, das muss alles hardwaremäßig dargestellt werden. Und nicht alles, was einem einfällt, wo man einen Register oder ein ja, oder eine Adresse hinschreiben kann, ist das auch möglich. Gell? Das heißt also, man muss im Befehlssatz nachschauen, ob es den Befehl, den man sich eigentlich wünscht, wirklich so gibt, wie man ihn gerne verwenden möchte. Gell? Ja, das wär's.